Vielen Dank, dass du uns geholfen hast. Schon wieder. Gerne schön. Hier, gib das deiner Freundin zurück. Es ist nicht derselbe Kristall. Entschuldigung. Nun, es sollte dann nur besser gehen. Nein, warte. Warum suchst du den Silberkristall? Ich weiß es selbst nicht so genau. Aber ich habe die Hoffnung, dass ich meine Erinnerung dadurch wieder... Erzähl ich dir das überhaupt? Bist du unser Feind? Solange wir beide dasselbe wollen, solltest du mich als dein Feind betrachten. Nein, warte! Halt! Du wirst ihm nicht folgen! Selavi, aber warum? Weil er unser Feind ist. Du wirst dich von ihm fernhalten! Er hat uns doch immer geholfen. Du willst es nicht verstehen, oder? Tu, was ich dir sage. Lass dich nie wieder mit ihm ein! Nein. Schicksal. Man kann es nicht verändern. Thank you.
Sag mal, wo ist eigentlich Noah? Sie läuft zu mir nach Hause.
ist das denn? Eino Minakos neueste Single. Minakos neueste Single? Das hatte ich immer noch vergessen. Das war Minako von Makochan. In der ersten Stunde. Das ist nicht euer Ernst. Aber zum Glück ist Amichan nicht, worauf es wirklich ankommt. Rachel Chan. So far away, so far away.
würde ich mir das nicht verzeihen. Ich werde jedenfalls auch nicht verzeihen. Vorsicht! Es wäre mal ins Auge gegangen. Pass doch auf, du Dummkopf! Ich bin jetzt wie ein Dummkopf, du.
Andere Leute aus, dass er ein Eifer ist, der Liebesang.
leid, euch in Gefahr gebracht zu haben. Prinzessin, du verzeiht, dass ich euren Namen im Kampf gebraucht habe. Ich werde nun zu meinen Pflichten als Seelenschützerin zurückkehren. Minako, hör doch auf, mich Prinzessin zu nennen. Das passt gar nicht zu mir. Aber Prinzessin, könnt ihr euch denn nicht erinnern? Sollte ich das? Das kann nicht sein, ihr seid doch als Prinzessin erwacht. Mercury, Mars, Jupiter, was ist mit euch? Die Erinnerungen sind sehr vage, mehr Gefühle. Bei mir ist es das Gleiche. Bei mir ebenso. Aber was wäre so schlimm daran, wenn wir uns nicht erinnern? Wenn ihr euch nicht erinnern könnt, dann könnt ihr auch nicht wissen, wie wichtig es ist, dass ich die Vergangenheit nicht wiederholen darf. Aber wir glauben dir das. Prinzessin, warum habt ihr euch dann nicht von diesem Mann ferngehalten? Obwohl ich euch darum gebeten hatte. Meinst du mal Moro? Er hat es doch immer geholfen und... Naja, ich habe das Gefühl, ihn schon ganz lange zu kennen. Vielleicht. Aus der Zeit als Prinzessin. Es fühlt sich an wie Schicksal. Ja, umso wichtiger, dass ihr euch von ihm fernhaltet. Was ist so schlimm daran, sich zu verlieben? Es ist in Ordnung, wenn sie sich in irgendjemanden verliebt. Aber nicht in den Prinz der Erde. Aber was hat es mit Moro und mir zu tun? Sally, du erinnerst dich vielleicht nicht, aber schon damals habt ihr ineinander verliebt. Wo der Kontakt zwischen den Erdenblumen vom strengstens untersagt war. Eines Tages brach sich zwischen den beiden Völkern aus. Und Erdenblumen wurden vollständig zerstört. Und dafür war letztlich die Verbindung zwischen Prinzessin Serenity und Prinz Endymion verantwortlich. Prinzessin, solltet ihr euch nicht von seiner Wiedergeburt fernhalten? Könnte sich alles wiederholen. Wie bitte? Ich habe mich wohl verhört. Ganz deiner Meinung. Wie kann es sein, dass ihre Liebe dafür verantwortlich gemacht wird? Dieses Geheimnis können nur Prinzessin und Dynum selbst lüften. Ich kann mich einfach nicht erinnern. Umso wichtiger, dass ihr euch von ihm fernhaltet. Ich sage, es ist besser so, solange wir nicht wissen, was damals vorgefallen ist. Bitte, Prinzessin. Aber was ist mit Shimako? Vielleicht kann er sich erinnern. Ja, ich könnte zu ihm gehen. Nein! Genau das sollt ihr nicht tun. Und seit wann bestimmst du das? Ich. Ich bin die Anführerin. Tatsächlich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich dir zugestimmt habe. Das wurde auch in unserem früheren Leben so bestimmt. Und deswegen muss das jetzt wieder so sein? Wenn du nicht als Sentry so eine Enttäuschung wärst und dich erinnern könntest, dann müssten wir diese Diskussion noch gar nicht führen. Moment mal, du erwartest von uns, dass wir für eine frühere Mission unser Leben, unsere Träume und unsere Zukunft wegwerfen? Wenn wir das nicht tun, dann gibt es bald keine Zukunft mehr. Minako! Ich habe mich für die Mission entschieden. Aber geht nicht bald. Es ist unsere Mission und auch von jemandem. Zelda Slash, hört auf. Hört auf, euch wegen mir zu streiten. Ich möchte das nicht. Anna, du streitest doch nicht um deinetwegen. Ich habe nur können, dass du mir vorschreibst, dass ich mein Leben zu führen habe. Was ist, wenn jemand recht hat? Alle, die in mir gestorben sind. Verstehst du es jetzt, Prinzessin? Solange wir uns nicht vollständig erinnern können, könnten alle Menschen auf diesem Planeten einfach so sterben. Du bist so grausam! Nein, bitte. Hey, Sailor Webers hat recht. Es tut uns leid, euch in diesem Mist hier lange gebracht zu haben. Ja. Vielen Dank für das Autogramm. Freunde, ich wäre jetzt gerne ein Mädchen allein. Vielleicht fällt mir weichen Birne ja mal was Vernünftiges an. Schließlich bin ich ja jetzt eine Prinzessin. Das nächste Mal, wenn wir hier alle zusammen sind, dann machen wir eine große Karaoke-Party, ja? War das jetzt wirklich notwendig? Makoto. Makoto, hast du keinen Menschen, den du nicht verlieren willst? Was soll das? Was meinst du damit? Wenn ihr die Menschen, die ihr liebt, beschützen wollt, dann dürft ihr keine Schwäche zeigen. Ist das der Grund, weshalb du dich jetzt verraten nicht möchtest? Damit keiner nachkommt, an dich herankommt? Damit du keine Angst haben musst, jemanden zu verlieren? Ist das der Grund, warum du dich hinter Tempelmauern flüchtest? Touché. Das heißt also, Usta Gitschan soll sich von Schwalken fernhalten. Aber was sollen wir tun? Wir dürfen ihnen keine Angriffsfläche bieten. Der Feind wird sicherlich nicht tatenlos herumsitzen. Wir müssen Usta Gitschan im Auge behalten. Makoto, gibst du etwa recht? So war das nicht gemeint. Aber jetzt, wo sie wissen, wer Usta Gitschan wirklich ist, wird sie erst das Angriffsziel sein. Jupiter hat recht. Mercury, Mars, wir dürfen nicht versagen. Lass es uns schwören, dass wir die Prinzessin beschützen und unsere Mission erfüllen. Gut, aber nicht für die Prinzessin, sondern für Usagi. Makoto hat recht. Ich werde meine Mission erfüllen. Für Usagi. Und damit wir endlich mit der Vergangenheit abschließen können.
sage, warte! Es tut mir leid. Wir dürfen uns nicht mehr sehen. Weil du Angst vor der Zukunft hast? Weil unsere Liebe die ganze Erde zerstören könnte. Sag, sieh mich an. Bitte! Was machst du denn für ein Gesicht? Ich wusste gar nicht, dass du so eine Heulsuse bist. Boah, ich bin keine Heulsuse! Das ist die Gesamte, die ich kenne. Sag, musst du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Natürlich. Ich muss nicht nur Angst sehen, dann geht's mir gut. Aber dann. Dann kommt dieses schreckliche Gewissen. Warum? Unsere Liebe ist daran schuld. Dass damals Mond und Erde zerstört worden sind. Ich kann auch nicht zulassen, dass das noch einmal passiert. Ich sage, weißt du, warum ich gekommen bin? Weil ich nicht glaube, dass unsere Liebe noch eine Erde zerstört hat. Und deshalb bin ich hier, um das zu beweisen. Mit dir. Aber Minako sagt, es ist gefährlich, wenn wir uns treffen. Nur wir beide sind diejenigen, die sich wirklich erinnern können. Das tun wir momentan noch gar nicht. Und nur für diejenigen, die wirklich glauben, dass das alles nochmal geschieht, sind wir auch wirklich eine Gefahr. Glaubst du denn daran? Nein, ich möchte nicht, dass sich alles wiederholt. Und so, ich glaub's nicht. Das ist das, was ich mir versprochen habe. Das werde ich beweisen. Ich verspreche dir. Ich werde dich beschützen. Auf der Suche nach meiner Vergangenheit habe ich das Wichtigste immer übersehen. Das wäre? Dass ich eine wunderbare Zukunft habe. Mit dem tollsten Mädchen, das es gibt. Oh, wer ist dieses Mädchen? Du Dummkopf! Sie steht doch genau vor mir. Prinzessin Serenity! Sag, Prinzessin, diesmal bist du nicht hier. Die
jetzt in meinen Händen halte, bin ich dir ebenbürtig. Nein, ich werde dich sogar noch übertreffen. Hörst du mich? Senke dein Schwert, du Was
Sie wollen mir von so einem fragwürdigen Prinzen und eine Königin haben, und die Verehrung zu schätzen ist. Du wirst alles nehmen, wenn du nur wüsstest. Lass den beiden doch einfach ihr Unwissen. Die Wille der Vergangenheit sind einfach nichts, woran man sich gerne zurückerinnert. Das ist mir egal. Ich muss es einfach wissen. Konzüte, sag es mir, was ist damals passiert? Du willst es wirklich wissen? Dann hör zu. Wir einst, in unserem früheren Leben, waren wir vier, die Diener zum Prinzen der Erde. Glücklich lebten wir und Master Dymion in Elysion, und ich gebe zu, unser Verhältnis war mehr das von Freunden, als das zwischen Herrn und Dienern. Stehst du nur in ja, das macht seinen Verrat nur noch schlimmer. Denn obwohl er wusste, dass es gegen die Gesetze der Reiche war, ließ er sich mit der Prinzessin des Mondes ein. Und während er glücklich dort oben auf dem Mond lebte, verging auf der Erde nach und nach alles Leben. Aber nur wenn du noch an dieser Stelle Zeus siehst. Beschloss eine Allianz mit Werbung. Wir versuchten mit Nacht Queen Metallis das Mondvolk samt seiner Königin zu stürzen. Aber leider wurde auch unsere Ehre dabei zerstört. Mein Krieg, in dem Master Dymion an der Seite der Prinzessin kämpft. Hört. Aber waren wir nicht genauso mutig wie sie, haben wir denn die Zerstörung der Erde herbeigeführt, gerade durch unseren Verrat und unseren Mars. Es ist einfach jämmerlich, dass du immer noch zurückhältst nach allem, was er uns angetan hat. Es ist jämmerlich, dass wir immer noch so gegen ihn stehen, nach allem, was er für uns getan hat, nach allem, was er für uns war. Vielleicht soll ich da einfach einige Male mal eine große Klappe stopfen. Konzite, Zeusite, hört sofort auf! Master Dymion. Elite, Elite, noch nicht mal durch lange Zeit nicht reden. Doch jetzt sind meine Erinnerungen verschwommen. Aber ich weiß, es gab eine Zeit, da lebten wir in Frieden und in Harmonie. Was soll denn das? Willst du uns umgarnen? Was da jetzt geschehen ist, kann ich nicht ungeschehen machen. Oh ja, was für eine Tragödie. Aber wenn wir dieses Mal gemeinsam arbeiten, wird sich das Schicksal der Welt nicht noch einmal wiederholen. Ein Gemeinsam wird es in diesem Fall nicht geben. Ich werde selbst dafür Sorge tragen, dass die Erde wegen euch nicht noch einmal in Flammen steht. Und glaubt mir, ich schrecke für nichts. Ich schrecke auch nicht für nichts. Lass gut sein, Zeusite. Ich bitte euch alle um eure Mithilfe. Diesmal soll die Erde nicht in Flammen stehen. Meine Fehler von der Angst werde ich nicht noch einmal wiederholen. Thank you.
Teil. Deine Macht wächst stetig und stetig. Je länger der Sinn wird, das Teil sein Licht auf dieser Erde erstrahlen lässt. Mein schöner Prinz, es ist an der Zeit, dass du dich in unsere Reihen eingliederst. Barry, ich habe es dir schon einmal gesagt. Du kannst keine Liebe erzwingen. Weder von mir noch von irgendjemandem sonst. So ist das also. Gut. Dann ist der Schicksal besiegt. Was meinst du das? Siehst du es denn nicht? Natalia wird immer mächtiger. Bald ist sie nicht mehr aufzuhalten. Wenigstens kannst du dein Schicksal selbst bestimmen. Was soll das heißen, sie ist nicht mehr aufzuhalten? Ich habe dir nie Versprechungen gemacht, Konzite. Wieso soll ich mich auf einem Vasallen rechtfertigen? Elende alte Hexe. Halt! Du bist Kinder, aber kein Kampf. Dafür werden wir beide schon sorgen. Geht mir aus dem Weg. Und so stehen diejenigen, die einst Seite an Seite kämpfen, letztendlich doch gegeneinander. Nein! So weit wird es nicht kommen. Was sagst du? Ich werde mit Talia hier versichern. Nein, was? Ihr wisst nicht, mit was ihr euch einlasst. Du kannst Metalle nicht mit dir versiegeln. Du bist viel zu schwach. Sie wird dich zerreißen. Du vergisst mit vor dir stehen, Clara. Ich bin der Prinz der Erde. Wenn jemand Metalle in sich versiegeln kann, dann bin ich das! Master? Metalle ist fort. Und somit auch deine Energie. Du bist nicht mehr die Herrscherin des Dark Kingdom. Du hast keinerlei Macht. Shiteo, hört mein Befehl! Nein, ich hab ihn doch gehört. Ihr habt keine Macht mehr. Auch bei uns nicht. Wir sollten gehen. Ihr habt euch wohl, meine Königin. Du elender Narr, sie wird dich vernichten. Nein, das wird alles anders, Barry. Talia ist verdient. Immerhin. Master! Es geht schon so, Sita. Es ist aus. Ich will mir nie jemand glauben. So kann sich Edymia nun selbst aussuchen, wie selten sein. Das ist eine Idee durch seine Angst. Prinzessin! Sailor Senshin, was macht ihr hier? Wir sind gekommen, um unsere Prinzessin zurückzuholen. Es macht doch überhaupt ohnehin keinen Sinn mehr. Die Erde wird nur zerstört sein. Was meinst du damit? Er hat mit Haien sich versiegelt und sie versucht, aus ihm herauszubrechen. Aber sie ist doch viel zu stark. Genau deshalb wird er sterben. Er hat die Kontrolle verloren. Mamu, sag, dass das nicht wahr ist. Aber weißt du, was du mir noch versprochen hast? Nein, tu mir das nicht an. Metall in mir versiegelt halten. Aber mehr schaffe ich nicht. Dass das nicht wahr ist. Zu den Silberkristall. Sorg dafür, dass diese Welt nicht nur einmal untergeht. Und ihn. So sieht sich hinter euch. Sorg dafür, dass ihr nicht nur uns. Thank you.
Königin Metallia ist also besiegt. Meine Tyria. Prinzessin! Wieso hast du mir wieder alles genommen? Du bist der wahre Bote des Unglücks. Du bist das wahre Böse. Das stimmt nicht! Osari hat den Planeten von ihrem Metallia geschützt! Sie hat Endymion getötet. Endymion ist tot. Osari, schau bitte nicht! Endymion ist tot. Osari! Ich habe Endymion getötet. Endymion! Diese Erde, sie wird Endymion. Ein passendes Drama für Endymion. Du bist so egoistisch. Deshalb warst du immer nur ein dummes kleines Mädchen. Baron, bitte, das Dach kriegen wir zusammenbrechen. Komm mit! Es spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich gebe euch frei. Du bist nicht wirklich für diesen Feiger aufhauen. Wenn ihr bleibt, dann bleibe ich auch. Ich habe genug davon, die Königin zu spielen. Das ist aber nicht alles ändert, wenn der Fluch von dir genommen wurde. Beschlossen ist immer der Herzog. Was sagst du da? Komm hier mit mir auf der Seite. Dann bist du genauso töricht wie ich. Und sag ich halt, komm wieder zu mir. Siehst du ja nicht, wenn sie selbst auch schon fliegt, wird sie die Erde umwerfen. Aber wir können doch nicht gegen Osagitar kämpfen. Ihr müsst, wenn ihr nicht wollt, dass alle der Opfer hier vergebens waren. Master Endymion hat sich geopfert, diese Erde zu beschützen. Und ich habe geschworen, dass ich nicht noch einmal zulassen werde, dass die Erde entflammt. Ich werde nicht zuschließen. Sie ist auch vergeben. Sie muss gestorben werden. Wir müssen uns eigentlich schon aufhalten. Amichan! Das heißt, dass wir gegen sie kämpfen müssen. Gegen uns alle kämpfen. Sagitschan hätte nicht gewollt, dass der Planet zerstört wird. Deswegen werde ich kämpfen. Wir sind verbunden durch so viel mehr als die Pflicht, sondern auch durch das Lächeln deiner Freundschaft. Und ich glaube fest daran, dass Liebe enden kann und sie eines Tages das Licht, das in jeder Form.
stürzen lassen. Danke, dass ihr immer für mich da gewesen seid. Amoro, ich habe versprochen, die Erde nicht zu vernichten, aber ich... Es ist alles okay. Es erinnert die Anzahl, die Erde vernichtet, aber... Und du machst es selber, dass du was einsetzt. Dann kannst du die Erde retten und allen Menschen neues Leben anhauen. Wenn dies möglich ist, dann werde ich das sofort tun. Familie wieder leben können. Vielleicht war das etwas, was wir nicht verhindern konnten. Etwas, was wir tun mussten, damit wir für unsere vergangenen Sünden bezahlen können. Ich wollte nicht mehr, als dir das alles zu ersparen. Aber ich habe versagt. Es tut mir leid. Nein. Ich bin diejenige, der es wirklich leid tut. Das wird alles wieder gut werden. Ich dir. Zeit, die wir gemeinsam hatten, war nicht lang. Ich bereue nichts. Ich auch nicht. Und wenigstens habe ich jetzt noch einmal die Möglichkeit, dir das hier zu geben. Nichts gibt's im Hintergrund, doch zum Karaoke, also los geht's! Puh, danke nochmal,
sagen, nein, ich lasse euch alle mal ein bisschen Spaß. Seid doch alle gleich. Lasst mich von euch gerne meistern. Major, ich mein's doch nicht so. Bitte, ich lade dich auch zu Karaoke ein. Ich hasse Karaoke. Aber Major, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich frage auch bestimmt nie wieder. Wie kann das sein? Es ist so, als hätte ich das schon irgendwo einmal gehört. Usagi! Gefunden, wie man liebt, als er ist.
Also, der Applaus hat gezeigt, es hat euch gefallen. Ich habe lange überlegt, wenn ich jetzt nach dem Körper raustrete und welche Worte richte ich an euch. Ich persönlich möchte mich erstmal bedanken hier bei der Animagic, dass sie uns noch einmal hat Gast sein lassen. Vielen Dank an die Technik, vielen Dank an die Organisation, trotz Pleitepech und Brand am Wochenende. Ihr habt alles super geregelt, ihr wart für uns da, ihr habt uns geholfen. Vielen, vielen Dank dafür. Auch euch ist verdankt, dass wir das heute machen konnten.